Willkommen zurück am Sachsenring. Wir sind beim German GP hier in Deutschland. Wir sind in der Moto2 und werden das Rennen so ein bisschen Revue passieren lassen. Wir fahren mit Jonas Folger und der Dynavolt Intact GP-Maschine auf dem Sachsenring. 8 Runden stehen an. Das Wetter haben wir auf nasse Strecke eingestellt. Das sollte, denke ich mal, soweit die beste Auswahlmöglichkeit sein. Soweit haben wir alles auf dem schwersten eingestellt. Mal schauen, was sich machen lässt. In der Moto 3 hatten wir so ein paar Probleme im Regen, als wir da mit Pauri gefahren sind. Und hier auch nochmal der Hinweis, dass es für die Moto 3 und auch für die Moto GP da auch nochmal jeweils eine Folge gibt. Und ja, wir lassen das Rennen mal so ein bisschen Revue passieren. Das war ja doch schon ganz schön spannend, ne? Es gab viele Ausfälle, viele Stürze, mehrfache Stürze auch, wenn man das genau nimmt. Und wir starten jetzt erstmal hier, gucken, dass wir hier durch die ersten Kurven erstmal gut kommen. Ja, oh, da fängt sie mir schon an. Da war leicht den Gegner das andere Bike berührt. Ja, das ist natürlich auf der Pro-Physik auch nochmal so ein bisschen schwieriger. Das verzeiht nicht viel. Und jetzt müssen wir hier... Ja, wir sind nicht ganz letzter. Da ist anscheinend noch einer gestürzt mit uns. Aber auch hier gucken... dass wir ein bisschen aufholen. Ist natürlich ärgerlich, hier gleich wieder erste Kurve gestürzt, aber Aufholjagd wird gestartet. Und dann, ja, gehen wir mal die Ergebnisse durch in der Moto, oh, da hinten, oder da vorne eher gesagt, da hinten ist auch ein Sturz hier, bisschen was zerlegt. Aber wir gehen mal die Ergebnisse durch. Ja, wir haben fast eine Sensation gehabt. Eine deutsche Sensation. Es war ganz schön knapp. Schon fast Fotofinish, aber dann war es dann doch sehr eindeutig. Zarco gegen Jonas Folger, der unbedingt den Sieg wollte. Hier beim German GP. Hat aber leider nicht gereicht. Eine Radlänge war es dann irgendwie, die dann da gefehlt hat. Die letzten beiden Kurven nochmal gut gepusht, Schwung geholt. Aber dann konnte Zarco da kontern. Und hat dann seine WM-Führung. Jetzt war ich kurz ein bisschen abgelenkt. Verdammt. Und schon sind wir wieder hier durchgereicht worden. Hat er seine WM-Führung ausbauen können. Ja, Folger dann auf der 2. War aber dann, denke ich, dann doch sehr erfreut darüber. War ja auch ein gutes Ergebnis, wenn man das mal so betrachtet. Ein zweiter Platz. Und absolut auf Distanz das Teil nach Hause zu holen. Dritter dann auch sehr überraschend. Julian Simon. Oh, aufpassen hier, der Pons. Julian Simon, ja, das waren ja auch nasse Bedingungen, kann man sagen. Wie gesagt, hier nasse Strecke. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie am Anfang minimal geregnet hat, glaube ich. Aber es hat er dann auch so ein bisschen nachgelassen. Leichter Regen, höchstens vielleicht. So, weil ich das noch in Erinnerung habe. So, und wir holen hier ein bisschen auf. Wir müssen jetzt hier nur aufpassen, dass wir nicht die anderen Fahrer hier so touchieren. Sachsen auch hier eine enge Strecke. Müssen wir aufpassen. So, hier Pons, Robin Mühlhauser. Den ich auch übrigens am Donnerstag gesehen habe, den Mühlhauser. Der ist dann mit seinem Roller am Donnerstag da über die Strecke gefahren, wie auch viele andere Fahrer. Und hat mir sogar zugebunken, weil ich da alleine stand an der ersten Kurve,
an der T2-Tribüne ganz vorne am Zaun mit meiner Kamera, um da so ein paar Bilder mit einzufangen. Habe ich aber auch erst dann im Nachhinein erkannt, als ich dann beim Bild rangezoomt habe. Da stand dann nämlich die Startnummer vorne am Roller, das hast du so gar nicht erkannt. Oder auch vom Helm, nur ganz schwer. Coole Sache. So, dann weiter geht's. Wie gesagt, Julian Simon auf der 3. Auch ein sehr gutes Ergebnis, stark gefahren. Mattia Pasini, den gibt's auch noch. Der ist auf der 4 gelandet. Holy moly, das war auch wieder ein gutes Ergebnis. Wirklich seit Jahren, kann man schon sagen. Ne? Da fährt er da irgendwie so, ja, eigentlich auch eher so ganz hinten da so mit. Ne? Deswegen, 4. Platz ist bärenstark. Guten Job gemacht. So, hier auf den Curbs, Vorsicht. Dann VR46-Leute. Baldassari, Luca Marini, 5. und 6. sind da auch gut in den Top 10 gefahren. Hier auch gerade vor uns, Luca Marini. Esco Raffin, der Schweizer. So, beide wieder geholt. Und, oh, da sind wir ein bisschen. Habe ich noch Glück keine Strafe kassiert. Mich würde das mal interessieren hier vom Spiel her, ob die Strecke so ein bisschen abtrocknet. So die Ideallinie so, ne? Würde mich mal interessieren. Hälfte der Distanz haben wir, Reifenverschleiß noch in Ordnung. Schauen. Ja, dann machen wir weiter. Auf der 7 war Syarin. Auf der 8, wie gesagt, hier Jesko Raffin, den wir überholt haben, den Schweizer. Auch eigentlich sehr gutes Ergebnis, ne? Top 10 Platzierung. Kann man mal machen. Auf der 11 dann überspringen wir mal ein paar Positionen. Ja, Taki Nakagami, der das Rennen ja eine Weile angeführt hat, hat ja auch die Pole geholt und dann auch ein paar Runden geführt, aber dann im Omega oder Eingang Omega hat er dann auch die Maschine ja sozusagen weggeschmissen. Ich weiß gar nicht, über das Vorderrad, glaube ich, weggerutscht. War aber auch nur ein kleiner Ausrutscher, da konnte dann wieder auf das Motorrad und dann weiterfahren und immerhin noch einen 11. Platz rausholen. Also da waren auch ein paar Punkte mit drin. Und ich denke mal, seitdem er da gewonnen hat in Assen, ist da der Bann auch so ein bisschen gebrochen. Und ich denke mal, der kann da noch das ein oder andere, was macht der Oliveira da? Das ein oder andere Top-Ergebnis einfahren. Müssen wir mal beobachten hier den Japaner. Der macht schon einen guten Job. Und dann auf der 15 auch nochmal einen Punkt geholt, der Sandro Cortese, der ja auch eigentlich da vorne so in den, ja, so Top 5, 6, 7 rumgefahren ist, aber dann auch gestürzt ist leider. Aber dann auch wieder weiterfahren konnte. Das war auch noch ein kleiner Ausrutscher im Nassen. Und für einen Punkt hat es dann immerhin noch gereicht. Nicht so viel Glück hatten die beiden Estrella Galicia-Leute. Franco Morbidelli, Alex Marquez sind beide zweimal gestürzt. Und ja, nach dem zweiten Mal hat es dann auch gereicht. Die sind ja auch da wirklich um Sieg mitgefahren, kann man sagen. Morbidelli ja auch ein paar Runden geführt, konnte da wegfahren. Und auch Alex Marquez, der da gut aufgeholt hat. Aber ja, bei Marquez eine sehr hohe Sturzquote, ansonsten wirklich ein schneller Topfahrer. Hat er wirklich das Marc Marquez-Gen in sich drin. Aber ja, leider sehr, sehr hohes Sturzrisiko. Der hat da ja nicht so den Finger, nicht so die Geduld dafür, diese ja knapp 30 Runden da abzufahren. Morbidelli auch sehr ärgerlich, dass er da weggeschmissen hat. Und wir drücken uns hier einfach mal vorbei. Ja, Marcel Schrötter hatten wir da hinter uns. Der war auch gut unterwegs. Also es waren wirklich viele Fahrer, die man nicht so auf dem Schirm hat.
bei nassen Bedingungen. Die sind da vorne einfach mitgefahren. Auch Marcel Schritte um die 5, 6, 7 irgendwie gefahren. Aber dann auch halt weggeschmissen. Ich glaube Kurve 9 war es nach der Brücke da, wenn es da links hoch geht. Ja, da hat er sich auch sehr geärgert, hat man gesehen. Aber ist nun mal so. Ist auch, denke ich mal, hier keine einfache Strecke bei nassen Bedingungen, weil du halt wirklich nur in den Kurven fährst, von links nach rechts überschwingst. Das ist sehr gefährlich. So, wir haben noch etwas mehr als eine Runde, sind jetzt hier auf der 8. Position schon vorne der Cortese. Also nach einem Sturz hier wieder gut aufgeholt. Das war in der Moto3 beispielsweise nicht so einfach. Da sind wir dann ja, nach einem Sturz mit Parry auch hinten geblieben soweit. Und ich muss sagen, rein optisch, die Strecke, die trocknet doch ne, so ein bisschen ab, kann man sagen. Ne? Die wird doch heller. Oder kommt mir das jetzt nur so vor? Aber nun gut. Ja, Stürze, wie gesagt, gab es viele. Cortese mit seinem 15. Platz. Das war dann auch wirklich der letzte im Feld. Also jeder, der ins Ziel gekommen ist, der hat dann auch spät auf der Bremse, der hat dann auch punkten können. wir haben einen Sam Lowes gehabt, der übers Wochenende sehr schwach war, der auch im Rennen ja auch zweimal gestürzt ist, in der Tat. Jetzt hier gleich, wenn wir hier links umschwenken, ist er geradeaus weggerutscht und dann auch nochmal in der ersten Kurve geradeaus. Und da hat er dann auch aufgeben müssen. Die Maschine war dann auch Schrott. Und auch ebenfalls in der ersten Kurve. Das war sogar in derselben Runde, im selben Moment. Alex Rins, der da auch auf Podestkurs war, der ja Punkte gleich mit Zarco hier herging zum German GP. Der hatte auch die Maschine weggeschmissen. War auch ein relativ spektakulärer Sturz. Da sein Fuß, sein Bein, da so unter dem Motorrad so eingeklemmt war und ist dann da Richtung Kiesbett geschlittert und ist dann da auch so ein bisschen weggehumpelt, wurde auch erst weggetragen, aber dann letztendlich mit dem Roller dann wieder Richtung Unterkunft gebracht. Oh, jetzt sind wir spät. Ja, es ist schon die letzte Runde, letzte Kurve. 7. Platz da vorne, Baldassari. Da kommen wir nicht mehr ran. Ja, dennoch gut aufgeholt hier nach einem Sturz. Vorne, wer freut sich da? Rins, Lowes, Zarco, Morbidelli, Marquez haben wir da noch. Schauen wir mal. Ja, Rins vor Lowes. Zarco, Morbidelli, Marquez, Baldassari. Und dann kommen wir auf der 7. Position. War ein ganz stabiles Rennen. Und wenn ich doch jetzt mal wirklich auf den Asphalt gucke, der war doch jetzt letztendlich wesentlich heller, oder? Also wenn das wirklich so ist, dann ist es eine coole Sache, dass sich das da auch so dynamisch ein bisschen verändert. Wirklich cool. Und dann, ja, bevor wir hier die Folge beenden, gucken wir uns nochmal kurz den WM-Stand an. Zarco natürlich durch den Sieg ausgebaut, 151 Punkte aktuell. Rins hat einen Nuller geholt, bleibt bei 126 Punkten. Ja, Zarco jetzt ein bisschen in Luft nach vorne, Sam Lowes auf der 3 noch mit 121 Punkten, also ist da ein Rins auch noch dran. Lowes ja auch mit einem Nuller und dann ja auf der 4. Position Tom Lüthi, der hat 93 Punkte, das ist dann auch schon wieder ne, mehr abgeschlagen. Knapp 20 Punkte, bisschen mehr als 20 Punkte, wie auch immer. Und dann ja, schauen wir mal. Jetzt haben wir erstmal einen guten Monat Pause. Bis zum Österreich Grand Prix in Spielberg. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut auch in die Moto3 und MotoGP Folgen rein. Und dann bis zum nächsten Mal bei MotoGP 2016.